Das ist das Secret-Ding. Ich hoffe, ich kann auch alle einsammeln und werde nicht rausgeworfen aus dem Level. Ich hatte halt safe schon in den Bildschirm gekloppt, aber du bist ja die Ruhe in Person. Man gewöhnt sich dran. Also, ich sag mal so, nach Dark Souls 3 SL1 ist alles andere eigentlich relativ entspannt. Ich meine, es ist immer dasselbe, was ich jetzt gerade mache. Aber es gibt schlimmere Hackstellen. Das hier ist noch angenehm. Mit Mario 64 Hack ist diese Stelle jetzt gerade hier relativ einfach. Zumindest für die Hacks von dem Hackersteller. Beziehungsweise allgemein von den Hacks. Aber ich würde mal wieder gerne einen richtig hübschen Hack spielen. Einer, der sich wie ein richtiges Mario anfühlt. Und nicht wie ein Kaizo. Nein, nein, nein. Okay. Lebe. Was heißt SL1? SL1 heißt zu Level 1, also quasi Level 1. Das Spiel zu spielen, ohne zu leveln und quasi ein kleiner Haufen Elend zu bleiben. Und das halt in Dark Souls, wohlgemerkt. Ich weiß, es gibt Leute, die machen No-Hit und No-Death und so weiter, aber ja, das sind dann die Leute, die das Spiel deutlich lieber haben als ich. Du zum Beispiel oder Zess, die machen sowas gerne. Ich weiß nicht, warum sie das gerne machen, aber sie machen es gerne. Wie gesagt, SL1 ist halt schon... Wobei SL1 ist halt vielleicht nicht mal... SL1 könnte teilweise sogar schwerer als No-Hit sein. Weil im No-Hit... Okay, No-Hit ist... Okay, No-Death eventuell. No-Death ist halt... Kannst halt auf sicher gehen und leveln bis zum geht nicht mehr. Damit du halt so viel Schaden machst, dass du nicht großartig überleben musst. Und je länger du halt natürlich Low-Level-Gegner farmst, desto besser ist es. Ich stelle mir das gerade so wie South Park WoW-Folge vor. Fuck. Und mit der schwächsten Klasse. Ja, wobei, ja gut, also der Bettler ist prinzipiell die schwächste, ja, vom Level her. Aber er hat halt die Stats relativ auf alles gleich verteilt. Das heißt, du kannst halt gut auf alles gehen, musst aber halt nicht. Das ist halt im Endeffekt der SL1 und ja, mit Level 1 quasi gegen den Hauptboss des ganzen Spiels, das ist schon nicht zu beachten. Okay, teilweise ist es vielleicht so auch einfacher. Die sind nämlich immer um... Ja, nein, okay. Man macht doch kein Damage. Jein, also das ist der Vorteil von Dark Souls. Dein Damage geht nicht unbedingt komplett nur mit dem Leveln hoch. Du hast halt auf den Waffen dann Scalings, die dann halt von deinen Werten skalieren. Und es gibt halt auch die Option, eine Waffe so zu verzaubern, dass sie keine Scalings mehr hat und dafür allgemein stärker wird. Ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Größte Damage kommt durch Waffen-Upgrades und Infusions, ja. Wie gesagt, mein erster Run damals, der Blind Run quasi, der war dann mit der OP-DPS-Waffe schlechthin. Und hatte halt dementsprechend auch ein gutes Scaling. Durch Infusions und so weiter. Scheiße. Hatte halt auch guten, ja, Scaling-Damage. Aber das kannst du halt im SL1 nicht machen. Also kannst du schon versuchen, aber bringt glaube ich nicht viel. Meines Wissens nach. Du brauchst halt schon mindestens deine 20, 30 Z-Punkte, um überhaupt damit was anfangen zu können mit dem Scaling. Und was halt dadurch natürlich bedingt ist, da Waffen auch bestimmte Werte voraussetzen, um genutzt zu werden, kannst du im SL1 auch nicht jede Waffe nutzen. Du hast teilweise echt dann das Problem, dass du nur die ersten paar Waffen nutzen kannst, oder Krüppelwaffen, weil keine anderen Waffen unterstützt sind. Nein, das wollte ich nicht. Ich will den ersten Sprung direkt einsammeln, verdammt. Also wie gesagt, der Damage war eigentlich relativ gut sogar. Vor allem, es gibt halt auch dann Equipment, mit dem du halt den Damage boosten kannst, wenn du keine Rüstung trägst und sowas. Also wie gesagt, so im Nachhinein, jetzt wo ich es geschafft habe, das Hauptgame durchzuspielen mit allen Bossen, es ist machbar, man sollte aber definitiv das nicht als Blindrun versuchen. Oder als Pseudo-Blindrun, wie bei mir. Man sollte das Spiel schon ein paar Mal dafür durchgespielt haben und die Bosse in- und auswendig kennen. Man muss wissen, wie die Bosse funktionieren und wann welcher Boss wie getroffen werden kann.
Dass ich gerade Nameless King noch geschafft habe, das war auch irgendwie fast schon ein Wunder, möchte ich anmerken. Wo sind die Plattformen? Hört sich krass an. Ja, wie gesagt. Also, SL1 ist... Weiß nicht. Ist schon eine Challenge, ja. Aber ich würde sagen, No-Hit ist nochmal schwerer. Beziehungsweise No-Damage oder halt No-Death. No-Death ist halt so eine Sache. Kann gut gehen, muss nicht gut gehen. Aber ich glaube, No-Death ist vielleicht noch einfacher zu üben als No-Hit. Was mache ich da für Sprünge? What? Wie gesagt, das hier jetzt ohne Save-States, Ich meine, ich könnte natürlich auch darauf anlegen, nur 50 Sterne einzusammeln und einfach nur das Spiel zu beenden. Aber wenn, will ich halt alle Sterne einsammeln. Sofern es nicht irgendwie unmöglich ist oder an den Highscore gebunden ist, wie in manch anderen Hacks. So. Lass mich drauf landen. Ach Mann. Unterschied No-Death zu No-Hit. No-Death quasi, du darfst nicht sterben. Und No-Hit, du darfst gar nicht erst getroffen werden. Da du meistens ein bis zwei Treffer oder vielleicht auch mal drei, vier Treffer kassieren kannst, bevor du stirbst, ist der Unterschied relativ groß. Ob du getroffen werden darfst oder ob du gar nicht sterben darfst. Aber wie gesagt, eigentlich mache ich solche Challenges gar nicht. Aber ich habe halt für die Kanalpunkte eingebunden, dass man sich für eine relativ hohe Summe eine Challenge wünschen kann, die ich dann zumindest probiere. Ich habe es zurückgeschafft. Oh Gott. Die ich dann halt probiere für eine Stunde oder zwei. Je nachdem. Wenn mich die Challenge interessiert und ich meine, ich könnte sie schaffen. Okay, okay. Einfach rüber. Einfach rüber. Das war jetzt einfach nur, oh Gott. F5. No Death. Gleich waren ohne sterben, No Hit, gleich waren ohne getroffen zu werden. Ah, dachte Death wegen Verteidigung. Ja gut, ja. Ich sag mal so, in beiden Fällen bringt die Verteidigung eigentlich in Dark Souls ja sowieso gar nichts. Von daher, brennt's meist eh ohne Rüstung rum. Wobei ich den Nameless King gerade mit Rüstung gemacht habe noch. Damit ich zumindest einen Treffer ausgehalten habe. Und Medium Rolls sind auch noch relativ okay. Zumindest bei dem Boss. Bei Cinder wäre es eventuell knapp gewesen. In Dark Souls 1 bringt Rüstung schon eine Menge. Wirklich? Haben sie in Dark Souls 2 und 3 die Rüstung so hart genervt? Stimmt, jetzt wo du sagst, ich weiß, dass ich Manus damals in Dark Souls 1 mit Havels Rüstung besiegt habe. Und ich glaube Havels Schild auch. Weil irgendwie, ich hatte ganz stark Probleme bei Havel, bei Manus und ich weiß, ich bin mir sicher, dass ich Havels Rüstung getragen habe. Deshalb zieht man sich Havel an und muss nie wieder ausweichen. Ist das wirklich so? Ich habe es nicht getestet. Wie gesagt, bei Manus hat es funktioniert. Wie das bei den anderen Bossen aussieht. Wie komme ich jetzt hier hin? Muss ich hier... Wait. Muss ich hier backwards long jumpen oder was? Nee, ich krieg die nicht mal hin. Nee, das funktioniert nicht. Wie soll ich da hingehen? F5. Teilweise sind die Mechaniken hier halt auch schon sehr fragwürdig. Kann ich hiermit... Ach, warte, ich sehe es gerade. Moment. Kann ich nicht einfach hier oben auf den Rand rauf? Nee, ich glitsch da durch, oder? Nee, ich komme hier oben rauf. Oh Gott. Nein, ich fange an zu glitschen. Das ist ekelhaft. Yep, in meinem ersten Test habe ich 4 Kings komplett face getankt. 4 Kings. Ja, wie gesagt, also... Ich meine, gut, mein Dark Souls 1 Run wurde von Flo relativ vereinfacht. Er bereut es bis heute. Er hat mir quasi die Schwarzritterhellebarde empfohlen. Wie soll ich da rankommen? Ich rutsche doch da direkt runter. Warte, oder kann ich da... Nee, Moment. Kann ich hier mit den komischen... Nein, so nicht... Nein, das funktioniert auch nicht. Ich kenne Hesi und KB. Sagt mir beides gerade nichts.
die Floor und Field Waffen, die nicht sowas sind wie Peitschen. Offenbar. Das war, ja gut. Das war mein erstes Dark Souls Game allgemein. Und Flo meint es offenbar relativ nett noch. Er hat danach gelernt, er sollte es sein lassen, mir nette Tipps zu geben. Ich... What? Muss ich das doch über das Dach hier machen, oder was? Okay, F5. Ganz langsam kriechen. Nicht sein Ernst. Vor allem auch so ein Scheiß soll man dann ohne Safe States machen. Also, wenn der Hack einigermaßen hübsch und gut ist, wenn ich aufhöre zu kriechen, falle ich runter. What? Das funktioniert aber nicht, oder? Selbst wenn ich es bis dahin schaffe, ich kann nicht aufstehen, um dann da runter zu hüpfen. Ich meine, er hat mir auch den Trick mit dem Schwanz erzählt, beim Drachen auf der Brücke. Also das Drachenschwert, was keine Scalings hat. Da habe ich auch sehr spät verstanden, wie Scalings allgemein funktionieren. In Dark Souls 1. Also allgemein Dark Souls und... Okay. Warum funktioniert das bis hierhin? Ich würde gerne wissen, wie man das richtig machen soll. Rutscht gleich runter irgendwo. Also, was muss ich hier machen? Hier ist ein Slope. Da sind zwei Blöcke. Ein Pokémon, muss ich mit einem Pokémon direkt durchspielen? Nö. Wie gesagt, ich mache solche Challenges gar nicht. Ich spiele so durch, wie sie gedacht sind. Wenn ich jetzt am Flo höre, aber du nutzt Safe States, dann gibt's Schelte. Ich check nicht mal, wie das hier gewollt ist. Und dazu. Wie soll das funktionieren? Hä? Welche komische Speedrun-Glitch-Mechanik kenne ich jetzt gerade nicht? Ich kann keine Longjumps hier machen. Ich kann nichts machen. Und dann muss ich wieder rüberschießen. Kann ich auf das Dach irgendwie mich rauf teleportieren und dann da runterhüpfen? Wahrscheinlich. Okay. Ich lasse es erstmal so sein jetzt. Ich gehe erstmal woanders jetzt hin. Das ist mir zu blöd. Speedrun meine ich. Nee, Speedrun habe ich auch nicht gemacht. Also... Ich finde Pokémon sowieso relativ langweilig mittlerweile. Damals, so wo ich Pokémon noch toll fand, da war es okay. Da habe ich auch sehr viel Zeit rein investiert. Aber mittlerweile, naja, hält sich in Grenzen. So, warte mal, das war die und die. Da hoch, aha. Damit komme ich wieder da hinten hin. Und da komme ich aber. So, jetzt eigentlich dahin. Zack. Das ist der Einstieg in die Challenge Runs. Ja gut, oder wenn du auf den richtigen Reddit-Foren unterwegs bist. Ich habe jetzt auch ein bisschen auf das Reddit-Forum Run Bros geschaut gehabt für Tipps und so weiter für SL1. Ich finde es aber interessanter, also in den hier Rankings für SL1 Runs, ich sehe oft Cinder auf Platz 1 und Nameless gar nicht. Ich fand Cinder im Endeffekt einfacher zu managen als Nameless. Weil wenn man... Nameless hat halt relativ wenig Moves im Verhältnis zu Cinder. Stimmt schon. Aber grundsätzlich... Bei Cinder kann man halt so... What the fuck? Bei Cinder kann man halt den Jump raus triggern notfalls. Und auf Distanz bleiben. Aber ist halt zumindest meistens... Warum fällt ich da immer durch? Das ist auch so ein Grund. Der Hack hier ist halt... Ich glaube, der ist gar nicht so alt. Ist auch noch ein paar Jahre alt. Aber es war einer seiner ersten Hacks von dem Egglab 2 Typen. Und... Er hat so ein paar Clipping-Probleme an vielen Stellen hier. Warte, Long Jump hat nicht funktioniert, oder? Oder? Doch, funktioniert. Ja. Oh Gott. Ist Bloodborne schwerer oder Dark Souls? Kommt drauf an. Also ich habe mit Bloodborne relativ wenig Probleme gehabt. Aber das habe ich auch nicht blind gespielt. Da habe ich halt vorher schon mal ein Let's Play zu gesehen. Weil ich keine PS4 hatte. Und dann habe ich mir halt später vom Kumpel die PS4 ausgeliehen für Bloodborne extra. Wait. War hier nicht irgendwo gerade noch eine rote Münze? Bei mir oder so?
Genau. 5. Wie gesagt, Bloodborne. Ein paar Bosse in Bloodborne sind ekelhaft, aber ansonsten. Hat Bloodborne zum Beispiel ja so. Jetzt nach dem SR1-Run ist irgendwie alles einfacher als Dark Souls, keine Ahnung. Ne, ich weiß nicht. Ja, es ist sehr subjektiv, aber wie gesagt. Ich meine, ich habe jetzt an Nameless, habe ich. Ich suche mich da nicht mehr hoch. What? Muss ich jetzt hier einen Walljump machen irgendwie? Nee. Ach, Moment. Ich habe eine Idee. Ja, wenn ich das im richtigen Abstand mache. Dann vielleicht. Nein. Kann ich mich hier durch den Boden durchglitschen? Moment. 5. Okay, durch den Boden durchglitschen. Das ist eine gute Taktik. Interessant. Sagt er und zockt letztens Mystery Dungeon. Okay, wir müssen Mystery Dungeon und die normalen Editionen unterscheiden. Mystery Dungeon ist halt keine normale Pokémon-Edition, wenn du es so nimmst. Die spielen sich komplett anders. Aber grundsätzlich, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe übrigens Mystery Dungeon jetzt beendet, beziehungsweise... Nee, doch, beendet habe ich schon. Aber ich habe halt den ultimativen Dungeon jetzt mit einem Revive geschafft. Aber ich könnte ihn auch wahrscheinlich ohne schaffen, wenn ich lang genug probieren würde und auf RNG hoffe. Wait, ich muss in dem Level doch alle 8 roten Münzen einsammeln und nicht 6. Ihh. Komm ich jetzt hier hoch? What? Moment, muss ich von... Ja, ich muss von hier aus, glaube ich. Oder? Das überhaupt? Nee, das funktioniert nicht. Hier, nee, da kann ich auch nicht drauf stehen. Wie komme ich da hoch? Race Mystery Dungeon. Das hier Switch Remake vom ersten. Also Retterteam Blau, Rot, aber halt für die Switch Retterteam DX. Und ich habe gestern Abend noch im Stream versucht, den Rheinwald zu machen. Also den Level 5 Start Dungeon, wo man alleine rein muss, ohne Items. Lief nicht so gut. Danach habe ich nach dem Stream einen Run versucht, nochmal mit Glurak. Das erste Mal. Und bin halt dann auf Ebene 56 auf unfaire Art und Weise gestorben. Komme ich überhaupt da hoch von hier aus? Aha, Moment. In der ja, in der Stampfattacke kommt man hier durch. Dass man auf solche, dass man solche Speedrun-Techniken kennen muss, ist ekelhaft. Bleiben die Blöcke da? Ich hoffe. Okay. Uber nice, brauchen wir Switch. Ja, wie gesagt, Spiel ist nett. Es wurde stellenweise eventuell einfacher gemacht. Ach so, ja, ja, okay, hier sind jetzt alte Lücken. Mhm. Stellenweise ist das Spiel einfacher gemacht worden. Stellenweise vielleicht sogar schwerer. Also wie gesagt, der Rheinwald, ich habe ihn damals als Kind nie gemacht im Original. Ich bin am Ende. Ist das euer... Ist das euer scheiß Ernst? Es gibt keinen geheimen Punkt, wie ich da hinten hinkomme, oder was? Ich muss wirklich... Wow. Ich check's jetzt gerade nicht. Das ist jetzt wieder so ein Level, da muss ich, glaube ich, nachgucken, wie das funktioniert. Weil... Okay. Ja, super. Jetzt bin ich zwar hier, aber ich komme... Da hinten komme ich wieder hin. Mir fehlt noch der Stern da hinten. Und mir fehlt noch die rote Münze. Die rote Münze wäre mir jetzt egal. Aber den Stern da hinten will ich haben. Aber ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Geht der Quatsch. Mein Level zurücklaufen ist jetzt nicht das Schwere hier. Aber trotzdem, hä? Moment. Hier irgendwas machen? Nee. Nein, 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 was machst du denn da, Mario? Och, komm. Also jetzt bin ich wieder hier. Ja gut, kann ich mitleben. Weil die roten Münzen kann ich eh nicht mehr einsammeln, weil ich habe am Anfang die eine rote Münze nicht bekommen. Das heißt, die kann ich eh nicht mehr holen. Für die roten Münzen muss ich nochmal neu rein in den Level.
Worum ging es beim Remake genau? Ach so, ja, stimmt. Ja, wie gesagt, der Rheinwald war ja halt dieser Meister-Dungeon. Auf Level 1 rein, ohne Items, ohne Partner. Genauso wie der Freudenturm und die Wunschhöhle. Nur halt mit Partnern oder halt mit Items oder je nachdem halt, welchen man betritt. Das ist halt Dungeon. Und im Remake quasi bist du mit Level 5 da reingegangen. Und gut, im Original konntest du halt im Rheinwald keine Partner bekommen. Das heißt, du hast da zig Gegner gehabt, die du killst, aber keiner schließt sich dem Team an. Das haben sie geändert im Remake. So, das ist Fluch und Segen zugleich, denn im Remake gibt es auch die Mega-Entwicklung. Beziehungsweise für Pokémon, die keine Mega-Entwicklung haben, gibt es den Erkenntniszustand. So, und der wird halt bei gegnerischen Pokémon ausgelöst, wenn sie in deinem Team einen besiegen. Wenn du jetzt also ein Team dabei hast aus dem Dungeon, die teilweise eine sehr bescheidene KI haben, dann ja, hast du das Problem, dass du gegen den gegnerischen, ja, gegen gegnerisches Pokémon kämpfen darfst, was ich glaube doppelte Stats hat, also doppelte Verteidigung, doppelter Angriff. Du selber machst weniger Schaden und er macht mehr Schaden. Und das ist halt in so einem Level 1 Start-Dungeon, wo man sowieso schon alles auf Minimum hält. Als ob man gar nichts vorher gemacht hätte im Spiel. Es ist schon echt hart. Es ist aber trotzdem machbar, weil man kriegt relativ viel hinterhergeworfen im Dungeon auch. Und wenn man halbwegs aufpasst, dann klappt das auch mit den Pokémon. So, ich gucke jetzt mal kurz in den Guide rein, wie das Ganze funktionieren soll. Highway Street City, nee. Space Twinkle Park. Street Highway, 6 Minuten 38. Der erste ist relativ einfach. Hat er hier. Nee. Das hat er gemacht. Das habe ich auch schon. Schalter betätigt. Wieder da hoch. Ja. So, wie zum Teufel soll ich jetzt an diesen Block da rankommen? Doch mit dieser dummen Taktik. Oh Gott, das ist so ein Mist. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, mein Run jetzt heute Morgen, der hat übrigens 5,5 Stunden gedauert. Ich habe 5,5 Stunden für den Rheinwald gebraucht mit seinen 99 Ebenen. Das kommt halt dazu. Das Ding ist halt auch noch so ein Hardcore-Dungeon, der dann so viele Ebenen hat. Nein, das. Nein. Ich den Sprung gar nicht erst hin. Ja, und so soll es eigentlich weitergehen. Aber irgendwie auch nicht. Ja, das wird jetzt spaßig. Das jetzt immer wieder so versuchen. Auch das ist so eine ekelhafte Mechanik. Der Hack will quasi, dass man Advanced Skills in dem Spiel hat. Was grundsätzlich nicht verkehrt ist. Mittlerweile habe ich aber sozusagen so ein paar Fähigkeiten mir angeeignet. Und dann rüber da. Okay. Jetzt bekomme ich zumindest den Stern. Den für die roten Münzen, den kann ich mir gleich noch holen. Der ist einfacher. Aber das hat er ja auch gesagt. Am Anfang des Levels stand ein Schild, wo gesagt worden ist, rote Münzen sind einfach, Sterne, also Secrets, sind schwer. Damit kann ich leben, wenn er halt vorwarnt. Was machst du so, Schule, arbeitsmäßig? Schule seit fast 3 Jahren fertig, Abi und so weiter, blablub. Ansonsten arbeitstechnisch Sicherheitsdienst momentan. Aber nebenbei auf Ausbildungssuche noch, auch seit fast 3 Jahren, aber okay. Okay, ja gut. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, zu anfangen, also sagen wir mal seit 2 Jahren auf Ausbildungssuche. Weil ich halt bis zum Ende mir nicht sicher war, ob ich das Abitur schaffe. Wobei ich es relativ gut bestanden habe im Endeffekt. Aber. Ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, hier unten die Münzen einzusammeln. Ach, brauche ich ja eh nicht einsammeln, weil ich habe ja eh nicht alle Münzen. Ach, da ist auch noch eine Münze, okay. Ja, aber wie gesagt. Ausbildungssuche, ansonsten Sicherheitsdienst und. Ja. Da bringe ich meine Zeit nebenbei dann so rum.
etwas dunkle Stimme, also Podcast würde ich mir gönnen. Wirklich? Also, ich finde meine Stimme extrem ekelhaft. Also, gut, man hört seine eigene Stimme ja immer anders, als wie sie wirklich klingt. Andere Frage, wo ist der Stern eigentlich gespawnt, den ich einsammeln wollte jetzt? Ist er hier am Ende? Oder ist er woanders? Nee, wie gesagt. Man hört die Stimme ja eh mal anders selber, als wie andere sie hören. Beziehungsweise, meine Stimme, wie ich sie selber höre, ist okay. Finde ich ganz okay. Die Stimme, die ich dann über Mikro und so weiter höre, also über Aufzeichnung, die ist, naja, nicht ganz so. What? Wie soll ich da hinkommen? Bitte was? Okay, ich darf gleich wieder in das Video reingucken, weil ich... Ja Mann, ist da ein unsichtbarer Weg da hinten rüber? Dadurch wird mir halt einfallen, aber ich... Hä? Egal. Woher kommst du? Niedersachsen. Ja super, der Stern ist... Oder kann man... Man da irgendwie rauf? Ich verstehe das wieder nicht. Was machst du, Gebäude? Ja, momentan eigentlich ein leerstehendes Gebäude, weitestgehend. Also momentan ist es sehr chillig. Also hauptsächlich, ich sag mal so, wenn das Gebäude jetzt nicht leer stehen würde, weitestgehend, dann wäre es eher in Richtung Pförtner. Und dann halt auch eher kleinere Firmen, wo halt auch nichts los ist, großartig. Von daher, es ist relativ gechillt. Aber okay. So, F5, ich muss gucken, wie ich da rankomme. Wenn das jetzt irgendwo ein Warp-Punkt ist, der ganz random gesetzt ist, dann, ich weiß nicht. Warum macht man solche Hacks? Also klar, es gibt Leute, die feiern solche Hacks, aber ich kann es nicht nachvollziehen. So. Ach, oder warte mal. Oder muss ich jetzt einfach nur den normalen Stern einsammeln? Dieser Wichser von Hackersteller. Wow. Es ist so ein Wichser, dieser Hackersteller. Wow. Ich habe keine Worte für diesen. Ey, nee. Das ist ein Trollhack nach bestem Beispiel. Die ganze letzte Stunde, die ich jetzt diesen Level gespielt habe, ist, glaube ich, relativ unnötig gewesen. Denn ich komme da gar nicht mehr an den Stern ran. Moment, habe ich nicht irgendwo in irgendeinem Ordner den Flying Hack? Moment. Das mache ich jetzt garantiert nicht nochmal. Das ist mir zu blöd. Das sehe ich nicht ein. Moment. Mario 64 Game Shark Codes. No HUD, Invisible. Nee. Den Levitate Code habe ich hier nicht. Also. Ich habe nur aus Interesse, weil ich rote Münzen gesammelt habe, da hinten den blauen Schalter gedrückt. So, dieser blaue Schalter im Endeffekt ist nötig, damit man hier rüberkommt. Zu dem Stern da hinten. Ist auch okay. Es gibt aber im ganzen Level keinen roten Schalter. Denn man darf den blauen Schalter nicht drücken und der rote Schalter ist automatisch gedrückt. Der ist quasi hier. Was ich für Ziele habe? Was für Ziele? Lebensziele? Überleben. also, ich habe mir nie großartig Ziele gesetzt. Wenn ich ein Ziel aussuchen müsste, wäre es, einen simplen Job, einen einfachen Job oder einen guten Job, sage ich mal, der gut bezahlt wird für angemessene Arbeit. Und ansonsten meine Ruhe haben. Ich glaube... Ruhe ist, glaube ich, das Größte, was ich dann als Ziel setze. Aber okay. Bin da sehr... Ja. Sehr simpel. Was mache ich jetzt? Also, Problem ist jetzt. Ich kann den roten Münzstern nicht einsammeln, weil ich habe am Anfang die rote Münze verpasst. Den Stern jetzt von den Secrets kann ich nicht einsammeln, weil ich habe den blauen Schalter gedrückt.
Das heißt, ich müsste jetzt den Level beenden, müsste nochmal den ganzen Kram jetzt machen, den ich jetzt gerade in der letzten Stunde ungefähr gemacht habe. So, das sehe ich nicht ein. Einfach nur wegen meiner Zeit. So, hat er jetzt eigentlich was? Ja, doch, der Stern zählt zumindest auch. Also, man müsste jetzt... Die offizielle Version wäre jetzt eigentlich in diesem Level. Ich müsste jetzt in den Level wieder reingehen. Ja. Und würde jetzt diesen Level noch zweimal spielen. Ich würde jetzt einmal rote Münzen sammeln und einmal würde ich die Sterne nochmal sammeln. So, da ich aber auf beides keinen Bock habe, werde ich jetzt hier runterrutschen. Zack. Und werde mir mal ganz kurz einen Cheatcode raussuchen, mit dem ich fliegen kann. Weil das mache ich nicht nochmal. Mario 64 Levitate. Weil das ist mir jetzt dann doch irgendwie... Es ist mir zu ekelhaft. Nee. Da ist mir die Zeit zu schade für. Dark Souls SL1 von mir aus. Kann man machen. Da weiß ich, auf was ich mich einlasse. Da werde ich auch nicht so getrollt wie hier. Außer durch eine Mimic vielleicht. Aber das hier... Jetzt nochmal den ganzen Kacklevel nochmal so machen. Das Ding hat 130 Sterne. Ich habe mal gerade 16. Wo ist das Ding jetzt? Geht's? Ah, Cheat-Fenster, wo bist du? Ist da unter? Warum spawnt das Cheat-Fenster unter dem Hauptfenster? Warum bin ich so blöd und ziehe das auch wieder drunter? Ah, super. Warum? Warum sieht man da irgendwie ganz komisch das Fenster? Egal. So, add new cheat. Fly. Code. Paste. Add cheat. Top 3 Serien. Das wird hart. Also ich müsste lügen, wenn ich Detektiv Conan nicht auf den ersten Platz setze. Weil dafür habe ich die halt zu viel gesehen. So. Wie gesagt. Wenn man das Spiel, wenn man den Hack wirklich richtig spielen möchte, dann macht man das nicht so, wie ich es jetzt gerade mache, aber. Ich habe es jetzt gerade gemacht mit Safe States, habe es hinbekommen beim ersten Mal und wurde getrollt vom Hack. Lalalala. Das ist mir jetzt zu blöd. Also, nee, da habe ich keine Worte. Für so einen Trollscheiß habe ich echt keinen Nerv. Die Alternative wäre, ich lasse den Hack komplett liegen. Weil der Hack wird jetzt komplett... ja, genau, da ist nämlich der Punkt. Da ist es, Moment. Da ist nämlich der blaue Schalter bei dem Stern da hinten. So. Man drückt diesen blauen Schalter automatisch. 2 und 3. Boah, müsste ich überlegen, wüsste ich halt nicht. Ich klassifiziere eigentlich eher unter Serien, die ich mag und welche nicht. Ja, und dann wird das halt so mitgetriggert. Man kann das Ganze umgehen und den Schalter ignorieren. Man kann. Aber... Wenn man das nicht weiß und das Problem ist, ich bin jemand, der sammelt direkt alles ein, was er im Level sieht. Ich sammle direkt die roten Münzen ein, ich sammle direkt die Secrets ein, aber ja, es ist nicht gewollt und man sollte es nicht machen. Einfach nur, weil dann das hier passiert. So. Jetzt kann ich hier rüber. Wenn er halt... Ja, komm. Wenn er jetzt halt einen roten Schalter eingebaut hätte, wo ich halt wieder wechseln kann auf rot, dann hätte ich jetzt nichts gesagt. Aber wenn er halt voraussetzt, dass man den Level erst normal abschließt und dann die restlichen Sachen einsammelt. Nee, komm. Ein paar Beispiele. Boah, Inuyasha mochte ich. Modern Family mochte ich. Relativ viele... Alte Cartoons mochte ich, die es auf dem Super RTL damals gab. Dann so ein Klassiker von Nick zum Beispiel, fand ich auch ganz toll. Hier, jetzt über Schulwahnsinn und sowas. Also ich sag mal so, alle Serien haben etwas. Man müsste halt vielleicht dann so seine Top 3 immer je nach Genre auch benennen. Aber so komplett auf Platz 1 würde ich halt echt Conan setzen. Weil...
Das ist es irgendwie, ja, doch. Da hilft kein Weg bitte an Conno vorbei bei mir. Wow, 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 okay. Keine Ahnung, ich habe jetzt auch nicht alles gemerkt. Prison Break, Game of Thrones, Also sag mal so, die meisten Mainstream-Serien gucke ich nicht. Also ich habe nie Game of Thrones geguckt, Prison Break habe ich nie geguckt. Walking Dead habe ich nie geguckt. Ich meine, das mögen alles vielleicht gute Serien sein, bis zum gewissen Punkt. Sag mal so, Game of Thrones war ja gefeiert, bis zum Finale. Season 8, Hust, Hust. Hab den Tarat-Romo mitbekommen, dass es keinem gepasst hat. Aber das ist das Problem, wenn man Serien zu Büchern anfängt, die nicht abgeschlossen sind. Das ist genauso wie mit Fullmetal Alchemist und... Stimmt, Fullmetal Alchemist mag ich auch. Also Brotherhood. Den originalen ersten Anime mag ich auch bedingt. Der ist auch ganz nett. Aber mit dem originalen Ende kommt er trotzdem nicht ganz mit. Aber wie gesagt, das wären halt so Beispiele. Ich schaue auch eher Anime als richtige Serien, das kommt dazu. Das sind relativ wenig Realserien, die ich gucke. Aber wie gesagt, so Modern Family, Sherlock mochte ich eigentlich ganz gerne. Also auch eher so die Krimi-Richtung. Ja, jetzt kann ich den ja ganz normal drücken. Ich muss den Schalter sogar drücken, um die fünfte rote Münze zu bekommen. Ach nee. Habe ich jetzt irgendwo eine Münze vergessen bis hierhin? Da oben ist noch das Ding. Die habe ich. Eins, zwei. Nee, die letzten drei kommen noch. Okay. Habe ich den Cheat deaktiviert? Ja, habe ich. Okay. Ich kann nicht mehr fliegen. Also Serien ist genauso wie mit Spiele-Rankings. Ich könnte auch keine klare Antwort über meine Lieblingsspiele geben. Klar, solche Spiele wie Smite habe ich fast am längsten gespielt. Oder Mario allgemein. Ich müsste halt wirklich dann differenzieren zwischen liebstes Mario-Spiel und liebstes Zelda-Spiel, liebstes RPG, JRPG und so weiter. Oder liebstes Tales of Game und so weiter. Da haben wir gar Kill geguckt. Wenn ja, wieso keine zweite Staffel? Weil alle tot waren? Mach mal eine zweite Staffel, wenn du deinen ganzen Cast umgebracht hast. Das beantwortet sich von alleine, glaube ich, die Frage. Ja, Kamega Kill habe ich auch damals geguckt. Glaube ich, wo es sogar aktuell lief. 2016 oder so. Fand ich jetzt, war okay, aber war jetzt auch nicht so ein Meisterwerk. Das Ende war ja auch wieder was eigenes. Also das Kamega Kill Ende war ja auch nicht original Manga-Ende. Was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, aber in den meisten Fällen ist das Manga-Ende deutlich besser. Oh Gott. Also ja, der Level hier ist nicht schwer. Wenn man es nicht auf diese Sterne absieht, also auf die Secret-Sterne, dann ist der Level relativ einfach, wie man sieht. Also kein Grund, Save-States zu nutzen oder zu fliegen. Aber bei so einer Trollkacke wie jetzt gerade eben hier, mit den Blöcken, dann sehe ich da auch nicht eines nochmal zu machen. Weil dafür habe ich zu viele andere Spiele, die mich auch interessieren und zu wenig Zeit, um sie überhaupt zu spielen. Naruto geguckt. Stimmt, Naruto war auch damals einer meiner liebsten Animes. Ich habe während des vierten Ninja-Weltkriegs habe ich dann aber gewechselt. The fuck? Ach so. Die acht roten Münzen sind jetzt quasi mein Schlüssel, den ich eingesammelt habe, um Bowser zu besiegen. Akama hat doch gelebt, oder? Ja, gut. Einer hat überlebt, aber ich sag mal so, die Bösen waren, glaube ich, alle down, also tot. Und alle Kameraden. Gewechselt zum Manga. Ja, ich schweife manchmal ab vom Thema. Ne, ich habe dann während des vierten Ninja-Weltkriegs auf den Manga gewechselt und habe den Manga dann bis zum Ende durchgelesen. Also bis zum originalen Naruto-Ende. Den ganzen Quark und Kram mit Boruto brauchst du mir nicht kommen. Ich habe nochmal, glaube ich, einen kurzen Spin-Off-Manga zu Boruto gelesen. Warte, jetzt habe ich das drin alle, oder? Ja. So einen kurzen Spin-Off-Manga habe ich gelesen. Den Kapitel, was das Ding hatte. Aber ich habe es nicht weiterverfolgt. Das war mir dann auch zu blöd. Kann ich hier rein? Nee. Also hier ist Speed Highway gewesen. Da geht es aber eigentlich
Ja, doch, da geht's auch zu Speed Highway, aber halt dann der City-Bereich eigentlich. Ich fand das Ende von Naruto jetzt auch nicht so toll, muss ich sagen. Ach, hier sind Blöcke. Die können ja mit den Dragon Balls wiederbelebt werden. Ja, super. Aha, okay, da komme ich irgendwie aufs Dach hoch. Cool. Ne, wie gesagt. Naruto. Ich fand Naruto toll eigentlich. Auch wenn die Aussprache nicht immer ganz geil war. Ich habe einen Crocodile. Guten Abend, danke für den Follow. Ja. Wie gesagt. Das Ende fand ich jetzt nicht mehr ganz so toll. Aber weitestgehend war es trotzdem gut. Achso, warte mal. Hier wäre eigentlich Speed Highway, aber hier ist jetzt dann der City-Abteil offenbar. Okay. Verpasst. Netflix gibt jetzt alle einzelnen Staffeln. Have fun. Nee. Ich sag mal so, ich habe auch Naruto hauptsächlich mit deutscher Audio gehört, also deutschem Dub. Yet another Fountain Trouble. Och nein. Highway Speed City. Mhm. Ist das... Das ist Mario Kart Wii Musik, oder? Coconut. Coconut. Ich krieg das Wort nicht ausgesprochen, scheiße. Kokosnuss, Promenade halt. Coconut, Mall. Gott. Stell mich so an. I decided to make yet another Sunshine Airport City. Not like there were already like 4 of them in different hacks. Hope you will enjoy this variant. By the way, there are not too many coins in this level. Star 7 is placed right above me. What? On that roof, come and get it. Don't believe me, this level doesn't have 50 coins. Check, I dare you. Aha. Hier geht's ja schon los. Jetzt hat er hier den 50 Münzstern einfach übers Dach gesetzt. Warum? Alle einzelnen Staffeln. Ich hab's gesehen, also mir wurde, wo ich heute Morgen Netflix geguckt habe, andauernd Naruto entgegengeworfen. Ich weiß nicht warum. Die haben aber mittendrin, bei Folge 260 rum ungefähr. Neue Folgen, ja, ich will Folgen und Infos. Ist es denn komplett? Halt die Fresse, Naruto. Staffel 21, welche Folgen sind das? Letzter Wunsch, das Ketsugui. Ist es auch mit deutschen Dub? Lyceum? In den Menschen? What? Wait. Sind das nicht irgendwie... Warte mal, Staffel 21 sieht irgendwie mehr nach... Das sieht irgendwie nicht nach Naruto aus, das ist irgendwie Filler... Ach, das ist schon Boruto, Staffel 21, oder was? Staffel 20, 66 Folgen. Ja, doch, okay. Könige, ein weiterer Mond. Ausgang des Talent. Bla. Jesuis, Mondnacht. Kaguya, bla 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 bla. Alles Ende, der letzte Kampf. Okay. Ach, kann das sagen? Ah, okay, warte mal, das kann aber sein. Also Staffel 20 ist so gesehen das Finale auf bis zum Deutschen dann offenbar. Nein, halt die Klappe, Naruto. Staffel 21, 21 Folgen. Eine Rückblende. Ah, okay. Rückblenden von den Charakteren. Und dann ist... Okay, das könnte... Ja, genau. Das könnte eventuell das sein, was ich hier noch gelesen habe mit Boruto. Aber ich wüsste jetzt nicht, was es wäre, die 21. Staffel. Wie gesagt, Boruto habe ich komplett ignoriert. 10 Staffeln, alles cool. Staffel 11 bis 21, Naruto, andere Stimme, hab geheult. Da haben wir den Punkt, weswegen ich Naruto auf Deutsch oder allgemein nicht mehr gucken möchte. Sie haben bei Folge 260 Naruto Sprecher gewechselt. Aber nicht freiwillig. Ich habe das mal vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr mal nachgeguckt, gegoogelt. Die haben einfach den Sprecher nicht gefunden. Also der Sprecher wollte Naruto nicht mehr weitersprechen. Wie komme ich aufs Dach rauf? Lieblingsmusikrichtung. Warum werde ich eigentlich jetzt nach allen Lieblingssachen durchgefragt? Oder ist das Mario Kart 8 Musik aus dem Airport? Komm ich da hoch? Egal, ich gestern Level jetzt so ab. Ja, ich sag mal so, ich will jetzt nicht unbedingt den neuen Sprecher komplett verteufeln, aber wenn halt mittendrin in der Serie der Hauptcharakter
einen anderen Sprecher hat, das ist schon sehr derbe. Wenn jetzt Nebencharaktere wie in Conan nach 15 Jahren irgendwie nochmal andere Sprecher haben, dann kann ich damit halbwegs leben, oder ich muss damit leben, weil die Sprecher werden nicht jünger. Lieblingsschlafposition, linke Hand nach vorne gestreckt, auf dem Bauch liegend, mit der rechten Hand zwischen Bauch und unter der Brust. Das ist eine sehr bequeme Position. Meistens kann ich aber so nicht einschlafen. Dementsprechend einigen wir uns lieber auf Seite, beziehungsweise... Eigentlich, so gesehen... Hier auf dem Bauch, die Position ist meine liebste Position zum Schlafen allgemein. Die ist bequem. Aber auf der kann ich eventuell meist gar nicht einschlafen. Weil ich mir irgendwie dann die Hand komplett abdrücke und meine Hand einschläft. Aber grundsätzlich finde ich die ganz bequem. Ich habe schon mal überlegt, ob ich mir vielleicht mal so ein Ducky Makura-Ding hole. So ein Seitenschläferkissen quasi. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Ach so. So kommt man an den Spaß ran. Wie lange hält der an? Lieblingsmusikrichtung, Lieblingsessen, Lieblingsland. Land. Wenn ich jetzt nach Interessen gehe, würde ich sagen Japan und die Kultur an sich. Aber Japan hat auch sehr viele Schattenseiten, was seine Kultur angeht. Das Schulsystem ist sehr bescheiden in Japan. Die Moral oder ich sag mal so, die grundsätzlichen Prinzipien in Japan sind teilweise merkwürdig. Zumindest unter Personen selber. Also grundsätzlich die Kultur mag ich an sich. Ist auch alles hübsch anzusehen. Die machen auch sehr vieles richtig, was wir falsch machen. Aber die haben halt so ein paar Sachen, die veraltet sind, leider. Ansonsten, keine Ahnung. Lieblingsland. Keine Ahnung, Niederlande, weil... Ja, keine Ahnung. Bogen? Was weiß ich? Also warum mache ich eigentlich immer Pause davor? Nee, keine Ahnung. England vielleicht auch noch, weil ich London interessant finde als Stadt. Aber ansonsten... Ich finde auch London nur interessant als Stadt, weil London halt für Conan / Sherlock Holmes wichtig ist. Gib mir den Stern. Lieblingsmusikrichtung. Ja, eigentlich müsste ich da sagen VGM, also Virtual Video Game Music. Hat als Stern sogar gezählt, oh mein Gott. Bin entzückt. Er hat keine Scheiße gelabert. Mit dem Schild. Ja. Also eigentlich Videospielmusik, also... Ansonsten, ich kann dir sagen, ich kann dir immer gerne sagen, was ich nicht mag. Was ich mag, ist immer so eine Sache. Was ich nicht mag, kann ich sagen. Deutschrap auf jeden Fall und Schlager. Ansonsten halt, keine Ahnung, J-Pop ist noch okay. Sprich Anime-Kram. Objektive sind dein Ding, oder? Ja, irgendwie, also... Das liegt aber auch nur an Conan halt. Weil... Durch Conan bin ich halt dann auch zu Sherlock Holmes gekommen und... Ja, heute Morgen habe ich Enola Holmes geguckt auf Netflix. War ganz nett. Weitestgehend. Aber... Ja... Mittlerweile frage ich mich eigentlich, hat Holmes wirklich eine... Beste oder ist es einfach nur eine ausgedachte Geschichte nochmal mit Holmes an sich? Ich glaube, das ist ausgedacht. Vor allem auch, er hat ja auch in dem Film seinen Bruder Mycroft gehabt. Ich dachte, das wäre auch nur so von der BBC-Serie hier irgendwie ein Ding. Ich meine, ich kenne die original Sherlock Holmes-Geschichten eigentlich gar nicht. Die paar Schnipsel, die ich halt in Conan aufschnappe, beziehungsweise... Kommt man auch hin, oder? Definitiv kommt man da irgendwie hin. Beziehungsweise, ich habe nur einen einzigen Sherlock Holmes Band, also beziehungsweise eine Geschichte, eine Kurzgeschichte, habe ich selber wirklich gelesen. Und das war die, die wir damals im Unterricht lesen mussten in Englisch, wo wir das Thema hatten. Das war die Folge mit Irene Adler. A Study in Scarlet, glaube ich. Und die, also die moderne Fassung war A Study in Pink. Wo ist denn der... Hä? Wo sind die Blöcke? Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Wo sind die Blöcke hin?
Achso, warte, jetzt bin ich hier. Moment, hier will ich gar nicht sein. Lieblingsessen. Also von dem, was ich oft esse, weil es schnell geht, würde ich jetzt sagen Pizza. Ansonsten Spaghetti Bolognese, beziehungsweise Bratnudeln, beziehungsweise, keine Ahnung, schwer zu sagen. Reis mit Teigtoffee mag ich auch gerne. Aber ich sag mal so, von den Sachen, die ich selber kochen kann oder kochen könnte, wäre Spaghetti Bolognese wahrscheinlich. Weil Pasta geht immer. Achso, die konnte ich von draußen gerade nicht sehen, ist klar. Hä? Okay. Nicht hier auf dem Dach. Und jetzt? Achso, so kann man da auch rüberkommen, okay. Und so allein? Nö, ich wohne noch zu Hause. Das ist auch einer der Gründe, weswegen ich meistens eher nachts streame oder abends, weil da die meisten anderen pennen und mir nicht auf den Nerv gehen können. Und hier ist dann, wenn ich mal irgendwie eher streame, dann wird sich immer wieder bewahrheiten, dass ich genervt werde. Aber ich sag mal so, alleine wohnen ist natürlich angenehmer und man kann nicht erst genervt werden. Aber es ist auch deutlich teurer. Von daher, die Ersparnisse durch Zuhause wohnen sind mir lieber, als dass ich dann Ruhe habe. Und da ich eh Nachtschichten meist mache, warum ist hier eine Münze? Dass ich halt Nachtschichten mache, ist das halt ganz okay noch. So, Frage in meinem Kopf. Welche Staffel? Boah, ich habe die deutschen Folgen so lange nicht mehr geguckt. Ist das nicht das erste Intro? Nee, oder? Ich höre auch momentan, also wenn ich Musik von Conan höre, höre ich auch eigentlich eher die japanischen Intros. Die deutschen höre ich zwar ganz selten auch, aber ich kann die deutschen Intros nicht den Staffeln zuordnen. Weil es in Deutschland sowieso immer so ein Katastrophenfall ist. Weil da irgendwie alles immer andersrum ist, als wie es eigentlich wäre. Was sind die jetzt schon wieder da? Aha, da hinten ist der Springbrunnen. Was war jetzt der Schalter? Egal. Dann, wie gesagt, Japan würde ich sagen. Ansonsten so England. Man müsste halt eher dann gehen nach Lieblingsurlaubsort oder Reiseziel, was man mal sehen möchte. Das Essen hatte ich, naja. Schlafposition. Pizza Hawaii, ja oder nein? Nein. Ich esse keine Ananas, also will ich auch keine Ananas auf meiner Pizza haben. Ich esse ja wohl relativ viel Verschiedenes auf Pizza drauf, aber definitiv kein Obst. Ja, klasse, okay. Mein und Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul ist bei mir kritisch, weil ich habe es nicht zu Ende geguckt und ich habe es auch nicht zu Ende gelesen. Ich besitze die Bände 1 bis 6, glaube ich. Habe aber nur 1 bis 4 gelesen. Wobei es auch gelogen ist, weil ich habe, glaube ich, 1 bis 8 gelesen. Aber halt dann teilweise digital auch nur. Also ich sag mal so, gelesen habe ich auch nur die erste Staffel. Wenn überhaupt. Die erste Staffel fand ich okay. Und toll und gut und alles drum und dran. Was soll ich hier eigentlich jetzt die ganze Zeit? Gibt es hier noch mehr Blöcke, die spawnen, wenn ich nicht schnell genug bin? Magst generell keine Ananas? Okay, sagen wir so, ich habe nie großartig Ananas gegessen oder probiert. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, Ananas zu essen oder zu probieren. Aber ich finde eine süße Frucht, ich glaube, dass das anders süß ist, diese süße Frucht gehört für mich nicht auf eine salzige Pizza. Um das dann mal so zu betrachten. Aber wie gesagt, da ich Ananas selber nicht esse oder nicht probiert habe, großartig, ja, fällt das halt weg. Weiß nicht, aber es gibt einiges, was ich auf Pizza nicht verstehen kann. Beispiel, ich glaube, ich habe letztens im Laden gesehen, wie die Nudeln auf Pizza packen. Und ich denke so, Nudeln auf Pizza? Kalte Nudeln? Okay, kalt sind sie wahrscheinlich nicht. Aber im Endeffekt, ja, so ein bisschen, ich meine, das ist halt doppelt gemoppelt. Weil im Endeffekt Nudeln und Pizza sind beide Teigwaren.
und müssten auch die gleichen Teigwaren sein. Von daher verstehe ich nicht. Nee, okay. Schneller sein hier bringt auch nichts. Ach, oder soll ich auf das Dach hier rauf? Auf das Dach rauf? Ja, komm auf das Dach hier rauf. Cool. Aha, kann ich darüber? F5, ich will wissen, was da unten ist. Zack. Ah, hier sind blaue Dingens. Der spawnt jetzt wo? Der spawnt gar keine. Und da unten sind noch die ganzen roten Münzen. Okay. Wie gesagt, Tokyo Ghoul, ich kann keine genaue Meinung zu geben, weil ich habe es weder im Manga noch im Anime beendet bisher. Muss ich mal irgendwann nachholen. Was? Magst du Kirara? Kirara ist halt ein kleiner Katzendämon, auf dem man auch noch reiten kann, wenn man möchte. Also ja, Kirara ist ganz nett. Wenn du jetzt nicht die Kirara aus Inuyasha meinst, dann weiß ich auch nicht. Dann kenne ich keine. Ich weiß gleich nicht, was ich in diesem Level soll. Der Level ist so scheiße groß. Hier gibt es 5 Millionen verschiedene Richtungen. So, das sind jetzt die 6 roten Münzen. Und der spawnt einfach hier. Okay. Hisoma. Beziehungsweise Hisomaru. Ja, er ist halt der typische klassische Antagonist. Ach, habe ich mit dem blauen Schalter da unten die Bumper aktiviert? Tango oder Kagome? Ich würde eher sagen Kagome. Ich mag bei Sango mag ich einfach ihren Lidschatten und das alles nicht. Das ist ein bisschen too much für mich. Ich meine, ich habe ja nichts gegen Make-up, aber Sango knallt sich da ein bisschen zu viel um die Augen rum rein. Ich meine, ich würde beide nehmen, so gesehen, aber... ja, keine Ahnung. Fand ich eher Kagome. Okay. Da habe ich einen roten Münzstern. Der Level wird mich trotzdem. Warte mal, sind die Bumper jetzt da unten gewesen? Ja, wie gesagt, ein Sesoma, ja, ist halt... Ne, die Bumper sind schon da gewesen. What the fuck? Halt, Moment. Ja, Mario das Highspeed-Auto. Okay. Nee. Ja, ist halt so der typische Antagonist. Der typische böse ältere Bruder irgendwie. In Inuyashas Fall. Okay, wie komme ich da hoch? What? Aha.